Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu No One Survived. Ich habe Baum gefällt in der Zwischenzeit und habe die Baumstämme uns mal ein bisschen bereitgelegt, ein paar zumindest. Und ich habe schon mal in die Werkbank 3 Baumstämme reingetan. Nun, was ich heute brauche oder was wir jetzt brauchen, ist erstmal eine Werkzeugkiste. Des Weiteren Werkzeugkiste und des Weiteren, was noch? Holzplanken und ich habe überlegt, vielleicht den Rucksack noch da hinten zu holen, also als Lagerplatz, als Lagerfläche könnte das auch eine nette Idee sein. Man könnte mit dem Looten gehen und dann hätte man zumindest gewisse Dinge da drin, ne? Irgendwie wird es hier immer dunkler. Ich glaube, ja, es wird auf alle Fälle dunkler. Wir machen mal kurz hier eine kleine Einstellung an der Helligkeit. Das ist einfach besser, ne? Wie gesagt, solange das so ausgestrahlt wird, ist das in Ordnung. Ja, prinzipiell habe ich ein Problem, nämlich meinen Lagerplatz. Da waren diverse wieder mal sehr gute Kommentare. Bau dir Kisten und dann geht das los. Ja, für Kisten braucht man auch diese schönen Teile da, die ich leider unterwegs beim Schneiden ist es mir aufgefallen, dass ich die schon im Inventar hatte und ich habe sie leider liegen lassen zum Teil. Ist mir nicht aufgefallen, aber passiert halt, ne? Ich hoffe, dass wir hier in diesen Farmhäusern, in diesen Schuppen hier sowas finden. Ich bin da eigentlich relativ optimistisch. So, ich habe den Bogen, habe ich jetzt ausgerüstet, jawohl. Und ich würde sagen, ich möchte eigentlich nur das mitnehmen, was ich auch brauche. Es sollte ja so sein, dass die Sachen, die keine Haltbarkeit haben, auch drin bleiben und uns erhalten bleiben. Das sollte, glaube ich, so sein. Ne? Ich schaue hier mal nach. Wir brauchen auf alle Fälle für die Werkbank eine Werkzeugkiste. Und ja, das wäre schon mal eine feine Sache. Das ist ein Kochtopf, ich wäre verrückt. Brauche ich den jetzt wirklich? Baumwolle. Ja, das ist später was für die Kleidung, ne? Ja, so sieht's aus. Wir sind immer noch am selben Tag. Es ist eben bloß schon Abend geworden. Und ich hoffe, dass es trotzdem geht, auch wenn es ein bisschen dunkel hier ist. Die brauche ich hier, die einfachen Teile. Die müssen wir mitnehmen. Steine nehme ich jetzt mal als Geschenk mit. Das andere muss ich leider da lassen. Ja, so leid es mir tut. Ja, so leid es mir tut. Aber da haben wir zumindest schon mal was gefunden. Ja, genau, für die Karre braucht man das, glaube ich, noch. Wie ist denn das, wenn ich Fleisch brate? Kann ich das da noch umwandeln? Das Weizen ist noch gut. Bringt uns aber auch nicht weiter, sage ich mal. Sehr gut. Ich glaube, das nehme ich alles mit. Da muss ich muss es sowieso sammeln. Ich brauche es sowieso früher oder später für den Ausbau von diversen Sachen oder für den Bau allgemein. Ja, da sind wir für die Lebensmittel sind wir zu spät dran. Ne? Das ist einfach so. Ja, können wir nicht ändern. Ja, wenn ich sie wegmachen muss, mache ich sie weg. Wenn nicht, lasse ich sie da. Kalkstein. Oh, das ist alles nicht schlecht hier. Vor allen Dingen, ich hätte gar keinen Topf gebraucht. Seht ihr das? Wir sind hier 5 Meter weit. Und die Töpfe hängen hier nur so von der Decke. Das ist alles... schade drum. Schade drum, schade drum. Okay. Ja, Karotten sind das. Sind so alles Dinge, die ich jetzt nicht wirklich brauche. Die machen mir das Inventar voll. Und ich habe keinen Lagerplatz. Das ist mein Problem. Ja, ich habe mir noch mal ein paar Pfeile gemacht, eine Handvoll. Eisenerz ist auch toll. Richtig gut zum Schmelzen. Die nehme ich mit. Das ist Zement, Baumwolle. Salpeter ist später bestimmt was für die Munitionsherstellung, werde ich. Was ist denn das eigentlich für ein komischer... War hier ein Tier drin, ne? Naja, man weiß es nicht, ne? Ich brauche noch eine Werkzeugkiste, da bin ich eigentlich zufrieden. Hier so eine... Oh, da war was. Leider nicht. Wenn du es brauchst, kommt es nicht mehr, ne? Sonst waren die Schränke alles voll hier. Also was, du kannst mal dort bleiben. Ich gehe mal hier an dem Steg schauen, ob es hier was gibt. Sah gerade aus wie ein Galgen. Nee, hier gibt es nichts. Ja, ich mache die, wie gesagt, nur weg, wenn es wirklich sein muss. Ja, das war... irgendwie gezuckt. Oh
Wahnsinn. Ein Pfeil. Na gut. Wir haben ja ein paar dabei. Ja, den Eisenklumpen nehme ich mal mit. Benzin. Das sind Autoteile, das brauche ich eh nicht. Autobatterie. Ach, Benzin ist echt toll, aber... Weißt du was? Wir wissen, wo es ist. Wir können das jederzeit nochmal holen. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Da ist jemand. Ja, ich schieße ein bisschen zu tief, ne? Aber da werde ich mich auch noch justieren, das ist kein Problem. Das machen wir schon. So. Dünger. Na, du hätte ich aber gerne mal. Das. Ja, da habe ich es mir übrigens aufgefallen, die habe ich auch liegen lassen. Ja. So leid es mir tut. Aber die habe ich liegen lassen, ne? Ich glaube auch nicht. Weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen kann. Haben wir hier noch eine Kiste? Unten drunter. Oh, das ist wieder was. Ja, der habe ich leider liegen lassen. Habe ich in dem Moment nicht realisiert, dass die natürlich in der Hütte hier vor dem Auto, vor, bevor wir an dem Strand runter sind, dass die natürlich besonders wertvoll ist eigentlich. Das war ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Ich mache derweil mal ein paar Steinepfeile hier nach. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. So. Machen wir noch einen. So, dann können wir das nämlich hier zusammenrücken. Das kann hier hoch. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Platz für das, was wir suchen. Wenn wir es finden. So. Sah gerade so aus, als ob da einer in der Ecke hockt. Ah, hier ist was. Das ist aber echt übel, ne? Jetzt, wo ich es brauchen könnte. Nein! Renn doch mal! Keine Ahnung, was er hatte. Ja. So, ich glaube, mit dem waren wir fertig, ne? So, hier war nichts mehr, ne? Nee. Ist alles nix. Das Dach braucht man, glaube ich, auch nicht. Da ist auch nicht was zu holen. Oder nicht das, was wir brauchen. Ich schau hier mal. Lass mal reinlunzen. Ja, ich habe natürlich auch eine Taschenlampe, ne? Die. Aber da haben wir nichts drin. Die hatte ich natürlich auch gefunden. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Aber da war leider nichts drin. So, ich denke mal, das wird so ein Ding sein, wo wir hier wieder mal nichts finden. Ja, ich hoffe, es geht mit der Helligkeit. Ich habe ja schon dran rumgedreht, aber ich glaube, da bringt es dann wirklich nicht mehr, oder? Ein bisschen was vielleicht noch. What? Kommt er hier einfach zur Tür rein? Einmal nix ist nix, ne? Gut, ich brauche auf alle Fälle brauche ich so eine Kiste für die Werkbank, sonst geht es nicht weiter. Was ist denn das hier Schönes? Nix. Das ist auch nix. Komme ich hier rüber? Ja, läuft.
Ja, hier haben wir doch eine ganze Menge zum Looten, denke ich. Also da wird schon was für uns dabei sein. Wisst ihr, was ich mal machen kann? Habe ich die dabei? Ja, ich habe doch hier so eine... zwei leere Flaschen. So. Hatte ich denn eine schon gefüllt? Nö. Okay. Ja, dann haben wir jetzt zumindest schon mal Wasser. Dann können wir ins Wasser abkochen. Sofern wir uns ein Feuer hinbekommen. Wo laufe ich denn hin am besten? So, die Häuser habe ich da drüben gemacht. Das ist in Ordnung. Ja, machen wir mal die rote Hütte hier. Ich habe ja noch einen Bogen dabei. Wenn wir Platz brauchen, kann ich den auch noch raushauen. Aber ich denke mal, bei der nächsten Aktion wird das sowieso Geschichte hier sein. So, ja, mal sehe ich auf alle Fälle Kisten. Mal die Daumen drücken. Dass das was wird hier. Schöne Sachen gibt es hier. Ehrlich. Krass. Na, nö. So, den hat man schon. Mal den Bogen schnell getauscht. So, ich mache jetzt mal die Seite hier. Da ist nichts. Ist bestimmt Dünger oder sowas drin, genau. So, mal nach rechts schauen, dass da nichts ist. Ja, ganze Zeit auf links konzentrieren und rechts fletschen sie schon die Zähne. So. Das nehme ich mal mit. Ich habe ja sowieso was dabei. Silbererz. Wow. Ja, die Axt wird nicht lange halten, die wir da haben. Ne? Komischerweise ist es ein Metallwerkzeug. Aber gefühlt hält die nicht annähernd so viel aus wie... Also wir haben echt was hier an Töpfen ist, ist ja unklar. Ich weiß nicht, ob ich die Ziegel brauche für irgendwas noch. Eisenerz brauche ich jetzt erstmal nicht. Und ich hätte gerne so eine Kiste. Übel, oder? Haufen Werkzeuge. So. Wie gesagt, stehe ich genauso da wie vorher, ne? Dem Haus wird es ja sowas nicht geben, oder? Kann man den hier looten? Schade. Da geht der bestimmt auch nicht, ne? Was ist denn das? Ach, hier, das braune Ding. Sieht aus wie eine Mine, ne? Zugstrecken. Verladezeug. Probieren wir mal ein Glück bei den Autos. Ich glaube es zwar nicht, wir hatten das in solchen Scheunen immer gefunden. Und hier vorne das Motel. Hier ist ein bisschen was los, ne? Aber vielleicht haben wir Glück. Ach, ja.
nicht dein Ernst, oder? Schöne Zimmer haben die hier drin. Okay, machen wir ein andermal. Vielleicht sind wir hier. Werden wir hier fündig. Ich brauche nur so eine Kiste, dass ich erstmal das aufbauen kann. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Hier. Danke. So, warte mal. Einmal drehen. Nehme ich mit. Was ist denn das hier? Öl. Öl braucht man da irgendwie auch für was. Aber ich glaube, im Moment ist das erstmal sekundär. Ja, die Klumpen nehme ich mal mit. Ich bin ja gerade dabei. Gut, dann looten wir das hier noch zu Ende. Da bin ich eigentlich schon mal zufrieden. Brauche ich noch eine zweite? Die Klumpen nehme ich mal mit. Ich brauche auf alle Fälle für die Kisten brauche ich solche Dings. Und die habe ich gefunden. Das ist alles für Tag. Ich würde mal in den Einstellungen kurz das zurückdrehen. Ein Hammer. Und was mache ich damit? Hämmern. Ja, da hätte ich mir gleich die Scheune hier antun können. Die war die beste Wahl. Aber in so einer muss das ja sein, ne? Hat man ja auch da. Oh wow. Was ist denn das hier? Plastik? Gummi, Plastik. Okay, scheint hier ein bisschen öfters zu geben, aber hat man bis jetzt noch nicht gesehen, deswegen nehme ich es mal mit. Vielleicht tut sich was auf. Die haben wir schon geöffnet und die Fässer sind nichts. Gibt es hier oben noch was? Nee, also hier, wie gesagt, kann man auf alle Fälle nochmal herkommen. Definitiv. Gut, ich würde jetzt, wo muss ich lang? Da lang. Ja, da haben wir hier schon zwei Rucksäcke, die wir holen könnten, ne? So, wie sieht das eigentlich mit unserer Pistole aus? Da haben wir noch ein paar Schuss, ne? 7 Stück. Haben wir jetzt auch nichts gefunden, aber ich denke mal, in den Wohnhäusern werden wir vielleicht ein bisschen Munition finden. Vielleicht auch in der Bar. In der Bar könnte auch eine Waffe sein. Also, da denke ich schon, dass wir da fündig werden. So. Habe ich eigentlich noch ein bisschen Platz hier? Ein bisschen Platz hätte ich noch. Würde ich vielleicht noch mal. Ja. So hatte ich mir das vorgestellt. Okay. So nicht ganz. Warte mal, ich könnte mal vielleicht mal hier senkrecht machen. Dann könnte der noch reinpassen hier. Sehr gut. Okay. So, soll mir erstmal reichen. Ja, ich hatte auch gelesen, mit dieser seltsame Fall, dieser rechte blaue hier, der zu sehen ist, da scheiden sich die Geister. Was das bedeuten soll. Aus dem einfachen Grund, wir haben, oder mit dem letzten Update ist das reingekommen. Bei mir hat es gerade gehupt, deswegen war ich gerade abgelenkt. Weiß nicht, was die hier von meinem Haus machen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Feine Sache. Ja? Das Update natürlich, aber was der Fall soll. Naja, irgendeinen Grund wird es schon haben. So gut, wir können jetzt auf jeden Fall das hier fertigstellen. Wir haben die Werkzeugkiste dabei. Ich fülle die mal rein, haben wir fertig. Hier haben wir einfache Teile und jetzt können wir Planken herstellen. Die können wir mal reintun. Das machen wir mal so. Ich würde jetzt allgemein mal das reintun, was wir an
Sachen so haben. Einfach, dass es erstmal aufgehoben ist. So, jawohl. Es passt ja eine ganze Menge rein. Vielleicht, warte mal, das lasse ich mal so. Auch die Werkzeuge vielleicht, dass das. Kochtopf. Die Pudelmütze. Den Kochtopf können wir mal hier runter tun. Wir können gleich mal eine. Ups, wir können gleich mal eine Feuerstelle bauen. Ja. Kann man vielleicht mal hier so ein bisschen rüber tun. Okay. Was haben wir noch? Den hätten wir noch. Den können wir auch hier mit vermehren. Und hier haben wir natürlich Brennzeug. Das. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Ja, das hält sich noch eine Weile. Unsere Werte sind 30, 20. Ja, und Stärke, wir essen das mal. Dann haben wir das auch weg. Ich weiß, dass es hier auf dem Schiff ein bisschen was an Ressourcen geben soll. Ja, und dann werden wir mal schauen. Ich trinke den letzten Schluck jetzt aus. Wir sind jetzt glücklicherweise nicht so weit weg vom Wasser. Das heißt, wir können uns jederzeit Wasser abkochen. Und, warte mal, ich würde gerne das auch noch raus tun hier. Da haben wir auch noch Platz. Gut, dann stelle ich das mal ein. Wir brauchen als erstes ein paar Planken. Nee, Quatsch, zwei haben wir. Die machen wir mal. Macht jetzt zwei Planken oder zwei von denen? Nee, der sollte schon das machen, ne? Ja, mal schauen. Muss ich kurz gucken. Okay, Baumstamm hat er gemacht. Sehr gut, so soll das machen. Die nehme ich mal auf. Die können wir nämlich auch noch umwandeln. Wir brauchen nämlich Power und ich muss noch ein bisschen was forschen. Das ist nämlich auch noch der Fall. So, das muss da rein. Ja, haben wir leichtes Platzproblem. Das wird schon passen. So, dann kann ich die noch reintun. So, 1, 2, 3. Ja, das passt. Sehr gut, okay. Das haben wir, dann kann ich das schon mal reintun. Mit F können wir alles reintun, was wir haben. Sehr schön. So, jetzt brauche ich ein paar Kisten. Ich werde erstmal ein paar Kisten anzeichnen. Wie gesagt, wir machen... Warte mal, da brauche ich den Bauhammer, sowas. Kisten. Ist das unter Synthese? Nee. Hier. Dafür brauche ich sowas. Ah, mit dem Mausrad. Ja, die können wir ja später, ich glaube, abreißen. Und wir kriegen ja die ganzen Sachen wieder. Deswegen. So. Irgendwie. Bisschen schief, ne? Das ist egal. So. Einmal rein, einmal rein, einmal rein. Das haben wir schon mal. Dann haben wir nämlich. So, warte, den Bauhammer müssen wir wegtun. So, dann können wir das reintun. Und genau. Ja, den Wagen, der wäre wichtig. What? Okay, 7 Stück, 4 und 3. Okay, der Wagen scheint fertig zu sein. Gut, das heißt, ich muss nochmal etwas Holz hacken. Und ich glaube, unsere erste Runde wird sein, da vorne das alles zu holen, was wir da jetzt gesehen haben und zurückgelassen haben. Doch bevor wir das halt machen, würde ich gerne... Ich weiß auch nicht, ob sich diese kleinen Bäume hier mehr lohnen oder überhaupt lohnen. Also das weiß ich hier für geäst. Aber ich weiß nicht, ob sich die lohnen oder ob man da lieber große macht. Weil jeder Schlag ist ja Abnutzung, ne? So, aufpassen, dass er uns nicht erschlägt. Na? Muss ich näher ran? Na, sag mal. Ja, wir nehmen aber ziemlich viel mit. Nicht schlecht.
Haben wir es fallen lassen? Nee. Sehr gut. Okay, erstmal eine kleine Ankommenssektion hier machen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und natürlich werden wir an der Werkbank wieder ein paar Pfeile durchjagen. Das werden wir vielleicht heute Nacht machen oder wann auch immer. Damit wir hier in unseren Skills natürlich wieder steigen, ganz klar. So. Jawohl. Gut, ich glaube, das erste können wir schon mal rausnehmen. Und das wird in erster Linie mal hier die Erze und das sein. So, ganze kleine Klimbim. Das nehme ich auch mit. Auch das Brennzeug tue ich mal hier in die erste Kiste rein. So. So, dann können wir natürlich auch noch ein bisschen Holz reintun. Und dann haben wir das auch schon und vielleicht auch was von dem. Ja? So, wunderbar. So, das haben wir schon drin. Sehr gut. Dann haben wir noch ein bisschen Reserve. Auch nicht schlecht. So, ich würde gerne ein Feuer machen. Ich weiß aber nicht, ob das bei Regen geht. Wir werden es sehen. Was ist denn das Schönes? Ein Kamin. Sehr gut. Gebietstabelle. Aha. Was für Multiplayer. Sehr gut. So, weiß ich nicht, mache ich mal hier hin. Erstmal für den Moment. Wir können das ja später dann umräumen. Und ich würde, warte mal, gleich den hier noch setzen. Achso, den muss ich so wahrscheinlich drehen. So. Und. Ah, hier die Ziegel. Da sind die Ziegel vonnöten. Ja, gut, die können wir aber auch, glaube ich, hier brennen in unserem Ofen, ne? Müsste ja gehen. Stein und Lehm. So, da haben wir Ziegel, Lehm. Stein haben wir keinen. Wie sieht's hier aus? Sehr gut. So, dann kann ich mal ein paar Pfeile in Auftrag geben. Na, warte mal, das machen wir nicht. Wir machen das noch. Ich hatte doch hier noch ein bisschen Holz, ne? So. Wir tun mal rein, was wir haben. Also Baumstämme brauchen wir, Stein, Lehm und was brauchen wir hier? Holzstock und Steine. Und Steine. Gut, dann schauen wir mal. Bringe ich noch ein bisschen Holz mit. Sind das hier drüben Steine? Das sieht gut aus. So. Ja. Da müsste man jetzt am oder im vierten Tag sein. Der müsste heute enden. Wenn ich richtig informiert bin. Vierter Tag, genau. 11 Uhr haben wir es. Ja. Am 10. Tag kommen die. Ne, ich glaube 19 Uhr oder so kommen die vorbei. Bis dahin müssen wir uns was eingefallen lassen haben, was wir machen. Ja, gibt natürlich den einfachen Weg. Wir suchen uns ein Objekt und wir harren das mal aus, um einfach mal zu sehen, was passiert. Das wäre eigentlich mal so für mich der erste Test, um zu sehen, wie die Horde überhaupt so agiert und wie sie spawnt, wo sie spawnt und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich so eine ganz brauchbare Idee, sage ich mal. So. Okay, wir gehen mal zurück. Warte mal, ich wollte noch einen Baumstamm mitnehmen, damit es nicht ganz so umsonst ist. Baumfeld. So. Ja, entschuldigt bitte, es ist heute wieder mal wie auf der Post hier. Keine Ahnung, was die alle wollen.
kriegst du doch bestimmt noch rein hier, oder? Okay. Ja gut, dann bleiben die liegen. Ist auch nicht so schlimm. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier noch das fertig, was wir noch machen können. Und dann müssen wir auf alle Fälle einen Ausflug machen für ein bisschen Lehm. Da werden wir sicherlich noch was finden. So, was brauchen wir hier noch? Planken. Planken. Da brauche ich mehr Steine. Oh, nee, das hat gereicht, ne? Ja, super. Was brauchen wir hier? Steine, Bäumstämme, Hämmer. Wir brauchen Lehmziegel. Hat man ja vorne in der Hütte gefunden. Aber die können wir auch hier brennen. Wir brauchen nur ein bisschen Lehm mehr. Ich kann mal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn hier? Ah, hier sind wir lang gelaufen. War ein bisschen was. Hier vorne könnte was sein. Hier ist ein bisschen Freifläche. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Hups. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich lasse das mal hier drin wegen Ein- und Auslocken und wir schauen mal, ob das drin bleibt oder ob das irgendwie wegspawnt oder irgendwie auch immer, weil es ja noch nicht unser ist. Ne? Das wäre nochmal so eine Sache, die wir nochmal testen können. So, ansonsten hole ich noch die restlichen Stämme da hinten, die wir gemacht haben, und dann mache ich noch ein paar Bretter, ein paar Planken und dann baue ich vielleicht mal noch so ein paar Hilfsregale auf. Wir haben da hier nämlich so eine ganz feine Sache. Habe ich schon gesehen irgendwie. Ich muss bloß immer schauen, wo es war. Hier solche Stockregale und Baumstamm und auch Plankenregale. Auch für die Steine was. Finde ich eine ganz nette Sache. Ein Straßenschild. Stay out. Oder hier ein Schild. Ja, auch hier sehr schöne Sachen. Ein perfekter Hirschkopf. Toll. Also muss man die Tiere dann wahrscheinlich, kriegt man dann das und dann kann man da sich das an die Wand hängen. Oder ein schönes Bild. Willkommen. Sofa. Ja, also nette Sache auf jeden Fall. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao und auf bald.